Ino, das ist schon irgendwie seltsam, aber okay. Ja. Gesundheit. Danke. Hast du gerade voll auf den Controller genießt? Nein. Okay. Also ich nieße ja immer so ein bisschen, weiß nicht, wie ein Einhorn. Hatschi! Und Jan... Danke. ...niest halt immer wie so ein übergewichtiges Walross auf Drogen. Ah! Ah! Normale. Was ist für ein Vergleich? Normale Menschen. Hatschi! Jan? Hatschua! Kai? Hatschua! Ungefähr so. Das ist immer sehr interessant. Crazy kann das bestätigen, das war voll akkurat gerade. Ja, dein Niesen ist noch lauter, das stimmt. Falls ihr irgendwann mal Kai lachen gehört habt, sein Niesen ist mindestens genauso laut. So. Hi. Macht dich auf fiese Pokémon noch fiesere Attacken gefasst? Nein? Ja! Ino, genau das. Wenn man Kais Lache ausschreiben müsste, wäre es genau das. Gut, dass ich einen Flammenwurf hab? Oder so? Aber du hast ja keinen Einfluss drauf. Du suchst dir ja nicht aus, wie du lachst oder niest, ne? Das ist schon ganz witzig. Oh, es hat sogar gereicht. Ich meine, ja, es ist ziemlich effektiv, aber trotzdem. Warum immer die ganzen Garados-e? Aber ist schon schön, wenn man wirklich auf so einer Convention ist und dann zwischendurch mal so einen Tag Pause hat. Weil ich ja, wie gesagt, auch immer super kaputt bin nach den Tagen. Das ist schon ganz angenehm. Vor allem, dass wir dann auch Zeit haben zu streamen. Sonst hätten wir halt echt nur den Sonntag. Also du? Ja. Ich flinche den gerade zu Tode, das finde ich gut. Aber ich habe auch schon eigentlich echt viele Fotos gemacht von der Gamescom, weil ich habe ja die letzten Jahre, wenn ich irgendwo war, sei es jetzt... Ich glaube, auf dem Japantag habe ich nur ein Jahr gefilmt, aber auch das eine Jahr auf dem Japantag oder sonst auf der Gamescom oder wenn ich auf irgendwelchen Nintendo-Events war oder so. Ich habe ja immer wirklich mit der gleichen Kamera gefilmt. Die habe ich mir nämlich 2013 gekauft oder zum Geburtstag geschenkt oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich diese Kamera dann seit 2013 gehabt. Die war auch damals echt nicht so billig und, also, keine Ahnung, ein paar hundert Euro? 100 Euro? 200 Euro? Also, die hatte schon, war jetzt keine 10-Euro-Kamera, ne? Und mit der habe ich dann ja damals auch gefilmt. Überwiegend, wie gesagt, auf der Gamescom, aber auch sonst mal hier und dort. War halt eher so ein Camcorder. Und das war auch eigentlich ganz cool. Nur so mittlerweile war der natürlich qualitativ jetzt nicht mehr so unglaublich hochwertig, weil der halt auch schon ziemlich alt war. Oh, hier ist schon das Ziel. Hier sind wir richtig. Okay. Zumindest ein wenig. Dann kann ich mir den Rest jetzt hier auch noch angucken, wa? Und ich habe mir dann dieses Jahr auf jeden Fall eine neue Kamera gekauft. Eigentlich überwiegend für Fotos, weil es ist halt auch eine Spiegelreflexkamera. Aber eben auch zum Filmen. Funktioniert ja auch. Und war dann halt dieses Jahr mit der Kamera auf der Gamescom. Und habe halt überwiegend Fotos gemacht. Weil die Kamera eben darauf ausgelegt ist, ne? Und das... Oh wow. War halt schon eigentlich ziemlich cool, beispielsweise im Merch-Bereich die Figuren teilweise so ein bisschen zu fotografieren. Weil du merkst halt schon, na, der Fokus ist schon ein ganz anderer als mit dem Camcorder oder mit dem Handy, ne? Also es sind schon einige schöne Fotos. Ich habe auch ein bisschen gefilmt, also das, was wir so gespielt haben, habe ich hier und dort mit der Kamera so ein bisschen gefilmt, über die Schulter hinweg, weil direkt capturen darf man ja auch nicht alles. Habe zwar auch nicht alles gefilmt, aber halt so ein bisschen was, ne? Also hier ein bisschen Gameplay, da ein bisschen Gameplay. Plus vielleicht auch mal ein bisschen die Hallen und so. Aber jetzt
eigentlich mehr Fotos, als dass ich wirklich gefilmt habe. Deswegen, ich habe halt schon Material. Ich weiß halt nur noch nicht hundertprozentig, was ich damit anfangen möchte. Um ehrlich zu sein. Habe einfach mal so die Kamera mitgenommen und halt ein paar Fotos gemacht. Also ich hätte halt schon wahrscheinlich genug, um entweder das einfach für mich zu behalten oder ein Video draus zu schneiden. Wäre dann aber natürlich auch wieder recht viel Aufwand, gerade weil ich ja, wie gesagt, viele Fotos gemacht habe und die alle einzeln einfügen müsste. Aber ich könnte ein Video draus machen. Ich weiß halt noch nicht, wie interessant das ist, weil ich auf YouTube ja prinzipiell nur noch Streamaufzeichnungen hochlade. Aber könnte ich. Ich könnte natürlich auch einfach die Fotos im Stream zeigen und wir gucken uns die zusammen an, wenn das überhaupt irgendwie interessiert, keine Ahnung. Und könnte dann halt so ein bisschen dazu erzählen. Also das ginge auch. Aber bin mir da ehrlich gesagt noch ein bisschen unschlüssig. Für Fotos! Ich weiß halt, wie gesagt, nicht, ob man... Warum ist da schon wieder ein Gyarados? Ob man halt wirklich, wie die letzten Jahre auch, ein Video für YouTube fertig macht, wo man dann halt die, ja, gefilmten Segmente halt zeigt. Von wegen hier ein bisschen Gameplay, hier ein bisschen Halle, hier ein bisschen, keine Ahnung, Füße. Und dann dazwischen einfach die Fotos einfügt. Die Sache ist halt, das würde halt ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Weil ich halt, wie gesagt, alles einfügen muss. Ich muss ja auch dann nochmal drüber sprechen und so. Könnte man aber auf jeden Fall machen. Ich könnte natürlich auch alternativ, wie gesagt, einfach die Fotos im Stream zeigen und man macht einfach so einen Just-Chatting-Lava-Stream irgendwie. Wenn das interessant ist, keine Ahnung. Nur das kann man dann natürlich dann schlecht auf YouTube hochladen, weil das vermutlich eine Stunde dauert, so wie ich uns kenne. Wäre dann vielleicht ein bisschen lang, ne? Deswegen, keine Ahnung. War das Gyarados jetzt schneller? Gut, dass es daneben ging. Also wie gesagt, da bin ich noch so ein bisschen unschlüssig, was die angenehmere Lösung für mich wäre und eben auch für euch. Weil ich glaube schon, dass viele Leute vermutlich das Video bevorzugen würden, so zum Angucken, weil es eben auch wahrscheinlich ein bisschen mehr Content hat. Wenn du es halt so im Stream nebenbei alles zeigst, dann ist natürlich auch sehr viel Leerlauf dazwischen, ne? In dem Video ist es einfach kompakter. Aber weiß nicht, ob es im Stream vielleicht entspannter wäre. Yay! Oder so. Jetzt hätte ich schon gerne noch Charlie dabei zum Heilen. Aber ich glaube, so viele Trainer sind hier gar nicht. Da können wir uns, glaube ich, halbwegs flott durchkloppen. Ja, nee. Ich glaube nicht. Ich glaube, Charlie steht ganz oben wieder, oder? An der Steintafel. Ich glaube, die ist quasi vorgerannt. Ja, im Stream wäre halt wieder entspannter, weil du vermutlich einfach mehr Zeit hast. Also du, so ein Gamescom-Video, sag ich mal, 10 Minuten, 20 Minuten, 30 Minuten. Aber dann hört es auch schon auf, weil ich sag mal, du möchtest ja auch kein 2-Stunden-Video irgendwie machen. Das möchte man sich, glaube ich, als Zuschauer auch nicht angucken. Deswegen so ein Gamescom-Video ist natürlich auch einfach immer so ein bisschen sehr kompakt, ne? Du versuchst dann möglichst schnell alles auf den Punkt zu bringen, weil du ja auch keine 5 Stunden gefilmt hast. Und das dann irgendwie passend zu unterlegen. Im Stream könntest du natürlich mehr darüber erzählen. Die Sache ist halt, ich habe halt auch sehr viel Merch fotografiert, also Figuren und so. Dann zeige ich euch wahrscheinlich 30 Bilder von Figuren. So, ja, hier habe ich eine Figur fotografiert. Hier habe ich noch eine Figur fotografiert. Diese Figur war sehr teuer. Weiß nicht. Eberschlupp, können wir mal wieder zurückwechseln. Muss ich mir echt mal überlegen. Ich glaube, ich werde die Kamera aber die nächsten Tage auch zu Hause lassen. Weil ich ja jetzt eigentlich schon alles Wichtige mitgenommen habe. Wenn ich noch irgendwas fotografieren möchte, kann ich das mit dem Handy auch machen zur Not. Ich würde mir das echt gerne anschauen mit den Figuren. Ihr könnt mir mal in den Chat schreiben. So rein theoretisch. Was wäre euch lieber? Gamescom-Eindrücke als Video oder im Stream oder beides?
Nur mal so aus Interesse. Muss mir das zwar letztendlich eh nochmal selber überlegen, aber trotzdem. Ja. Okay. So irgendwie. Ihr habt euch doch alle abgesprochen. Okay. Habe ich zur Kenntnis genommen. Danke. Ino, mal gucken. Wie gesagt, das interessiert mich ja auch nur wirklich. Video wurde denied. Ich glaube, das Problem, was ich auch irgendwie einfach habe, ich habe ja gesagt, ich fokussiere mich auf Twitch. Dementsprechend ist das hier natürlich auch so die Hauptplattform für mich. Ne? Und dementsprechend der wichtige Content landet auf Twitch oder kommt von Twitch, sag ich mal. Da sind die Stream-Projekte, die wir aktuell machen. Wenn wir irgendwelche specialigen Sachen machen, Stream Week oder Special Silvester Content und so, das kommt ja jetzt alles immer auf Twitch. Ist ja auch sinnvoll, ne? Und YouTube ist ja eigentlich nur so ein bisschen das Archiv, um halt die Stream-Aufzeichnungen da halt nochmal hinzupacken, dass man sich die da wirklich entspannt in kleinen Häppchen jederzeit angucken kann, gut geordnet, weil der Twitch-Player halt eher so, naja, ist. Und einfach damit der YouTube-Kanal eben nicht von jetzt auf gleich tot ist. Dementsprechend ergibt es natürlich schon Sinn, wenn sowas auch auf Twitch gemacht wird. Ich glaube, die Sache ist halt einfach, dass ich immer noch so eine gewisse Bindung zu dem YouTube-Kanal habe und dementsprechend automatisch bei solchen Sachen immer denke, okay, damit fütterst du dann den Kanal halt irgendwie. Obwohl ich, glaube ich, einfach diese Grenze ziehen muss, bei Twitch kommt der ganze wichtige Content und YouTube ist halt einfach Ablage, sag ich mal. Weil ich sag mal, ich lasse den Kanal ja nicht sterben. Da kommen ja trotzdem noch die Stream-Aufzeichnungen. Die gucken sich ja auch ein paar Leute an, ne? Und die alten Projekte sind ja auch noch immer alle da. Aber ja, das ist manchmal noch so ein bisschen schwer zu differenzieren, glaube ich. Obwohl es jetzt schon eine ganze Weile her ist. Twitch ist das Wohnzimmer und YouTube die Abstellkammer. Wie gesagt, ich finde es halt einfach angenehmer, Stream-Aufzeichnungen auf YouTube zu gucken, tatsächlich. Und gerade auch Kommentare zu schreiben. Man kann zwar auch nachträglich zu Streams noch Kommentare schreiben, also Chat-Nachrichten, aber ist halt auch nicht so unbedingt das Gleiche, ne? Deswegen, ich glaube, dafür ist YouTube auf jeden Fall echt gut. Und auch damit der Kanal bestehen bleibt und gepartnert bleibt, damit die alten Parts nicht plötzlich weggestrikt werden ohne Netzwerk dahinter. Deswegen bin ich immer froh, wenn Leute sich die Stream-Aufzeichnungen noch angucken. Und vielleicht auch mal einen Kommentar dazu schreiben. Das ist auch immer sehr schön. Aber ich glaube, wie gesagt, so das wirklich Wichtige wird immer auf Twitch landen. Die Discord ist so ein bisschen die Lobby, glaube ich. Da, wo sich alle treffen. Aber wir haben ja prinzipiell auch echt viele Plattformen. Wir haben so Twitch als Haupt-Content-Gaming-Plattform, wie auch immer. Wir haben YouTube so ein bisschen als Archiv, kann man, glaube ich, ganz gut sagen. Wir haben Twitter für Ankündigungen, Informationen und ab und zu auch mal ein bisschen random Stuff. Wir haben Facebook für die ganz Harten unter uns, die an dieser Plattform dranhängen. Ich habe ja auch seit einiger Zeit sogar einen Instagram-Account. Ich glaube seit, keine Ahnung, einer Woche oder so, also noch nicht lange. Einfach, ich habe Facebook halt früher immer super gerne als Galerie benutzt quasi. Also ich glaube, ich habe früher tatsächlich schon nicht viel auf Facebook gepostet, so an Text oder so. Ich habe Facebook halt immer super gern benutzt, um halt zum einen neue Projekte zu bewerben, aber zum anderen auch einfach, weil ich diese Galeriefunktion bei Facebook immer super fand, um da die ganzen Fanarts und sonstige Bilder oder so schön geordnet hochzuladen, weil das auf Twitter eben nicht so gut geht. Und da Facebook aber halt ziemlich tot ist, ich poste da zwar immer noch die Streampläne und Fanarts und so ab und zu, aber Facebook ist halt schon ziemlich tot, dachte ich mir, ich probiere das mal aus mit Instagram. Ich habe das auch schon auf meinem Kanal und am Stream sogar auch reingepackt, einfach weil. Weil das ja quasi so ein bisschen
Facebook 2.0 ist. Also es ist quasi das, was ich bei Facebook früher mal benutzt habe, mit meiner Fanpage, whatever, eben diese Galeriefunktion. Deswegen, das ist ganz praktisch. Ich habe Facebook eh nie für was anderes benutzt und Instagram macht es halt irgendwie einfach besser. Dementsprechend dachte ich mir, why not? Und deswegen poste ich da jetzt auch immer ein paar Meri-Bilder und ein paar Merch- und Gaming-Bilder oder Gamescom-Bilder. Das ist eigentlich ganz cool. Auch so für einen selber, dass man da so eine Übersicht hat. Dass man nochmal so ein bisschen runterscrollen kann und dann nochmal die ganzen Fotos so sieht. Ist das jetzt so ein halber Sellout gewesen? So, na, ich habe mir letzte Woche Instagram gemacht. Na? Das war irgendwie mehr Schaden, als ich wollte. Okay. Aber ja, das habe ich ja auch. Und halt Discord. Discord ist eh immer Anlaufstelle Nummer 1. Das auf jeden Fall. Habe ich sonst noch irgendwas vergessen? Twitch und YouTube, Twitter, Facebook, Instagram. Und Discord. Ja, ansonsten? Weiß nicht. Glaub nicht. Wir haben noch einen Amazon Reflink. Der ist auch tatsächlich immer noch aktiv. Der ist auch überall verlinkt. Und wir haben Tippi, wo man donaten kann. Yay. Ne, AskFM habe ich schon lange nicht mehr. Und eine Packstation, richtig. Die auch. Die ist auch immer noch verlinkt. Und ein Impressum, das ist auch verlinkt, weil muss man. Und ja. Ich glaube, das war jetzt aber wirklich alles, was ich irgendwie rausgraben konnte. AskFM hatte die wichtigsten Fragen. Problem ist, man konnte da ja, glaube ich, einstellen, ob man öffentlich, also ob man halt anonyme Fragen zulässt oder nicht. Und wenn du anonyme Fragen zulässt, kommt halt echt seltsamer Scheiß bei rum. Und wenn du keine anonymen Fragen zulässt, kommt halt nicht so sonderlich viel bei rum. Deswegen war das irgendwie ziemlich sinnlos. Warum ist der eigentlich nur Fenser auf Level 49? Joa. Ich glaube, man hat genug Möglichkeiten, irgendwie mit der Community zu interagieren. Ja, so anonyme Fragen auf Ask oder ganz früher gab es ja noch Formspring, falls es noch irgendwer von euch kennt. Das war super interessant. Oder auch nicht. Da kamen super weirde Sachen bei rum. Also, ich weiß auch nicht, warum manche Leute sowas interessiert. Also, so anonyme Fragen auf Ask waren halt echt so 10% war okay. Das waren wirklich Leute, die, keine Ahnung, wollten was fragen, aber hatten halt keinen Account oder wollten halt nicht erkannt werden, keine Ahnung. Ist ja auch in Ordnung. Komme ich da dran? An die Bären. Und da hast du irgendwie nochmal 10% böswillige, in Anführungszeichen, Fragen gehabt. Das waren eigentlich eher... Ach, hier! Ah! Waren eigentlich eher einfach Beleidigungen, aber okay. Da waren dann auch einfach nur dafür da. Und die anderen 80% waren irgendwelche sexistischen oder anrüchigen Fragen. Das macht dann auch irgendwann keinen Spaß mehr, ne? Für die 10%, die wirklich vernünftig sind, wollte ich das dann doch nicht angeschaltet lassen mit den anonymen Fragen. Alle, es wäre ja schön gewesen, wenn das solche Fragen gewesen wären. Es waren halt irgendwelche pubertierenden 12-Jährigen, die sich super witzig vorkamen. Deswegen, nee. Ich habe ja tatsächlich auch noch früher viel in diesem Let's Play-Forum geschrieben. Naja, viel. Ein bisschen was in diesem Let's Play-Forum geschrieben, was halt damals existierte. Weiß nicht, ob es immer noch gibt. Aber so 2011 war das ja so der Shit. Also jeder, der Let's Plays gemacht hat, war in diesem Forum drin, um sich da vorzustellen und Kontakte zu knüpfen und keine Ahnung was. Um Werbung zu machen, natürlich. Und eigentlich überwiegend, um Werbung zu machen. Da konnte man sich dann vorstellen. Da gab es extra so einen Kanal für, wo dann halt alle Leute dann geschrieben haben, oh, hallo bei uns und so. Das Gute war,
dass bei diesen Vorstellungen halt oft dann Leute auch auf deinen Kanal geklickt haben und dann schon mal Feedback gegeben haben oder so? Also, dass du da schon mal so die ersten Leute irgendwie hattest, die dir vielleicht zugeguckt haben? Dann gab es halt auch Kanäle, wo du dann wirklich regelmäßig neue Parts posten konntest, so von wegen, hey, ich habe einen neuen Part von Projekt XY und so. Kanäle für Together-Projekte oder halt auch all dieser typische Foren-Scheiß, den es überall gibt, so von wegen, du postest ein Video und der User unter dir bewertet dann das Video und postet ein eigenes und der nächste bewertet wieder das Video. Halt alles sowas irgendwie. Es war schon damals der Shit, aber war schon echt wie weird. Auf jeden Fall. Irgendwie. Also ich glaube, so richtige Foren sind so nicht unbedingt meins heutzutage. Ja, Bisabot gab's auch. Das war, glaube ich, nicht ganz so cringe wie dieses Forum. Aber da war ich auch irgendwie nie aktiv eigentlich. Und zu Oras Zeiten habe ich mir mal einen Account erstellt, weil ich musste. Aber sonst eigentlich nicht. Aber es gibt mit Sicherheit auch vernünftige Foren. Das schon. Manche sind einfach nur seltsam. Deswegen, also heutzutage bin ich auch in keinem Forum mehr aktiv, deswegen weiß ich nicht, wie das da heutzutage so aussieht. Du musstest? Mehr oder minder tatsächlich schon. Also es ist ja eigentlich so, es ist ja eine riesige Pokémon-Webseite, wo ich halt auch früher immer echt gerne unterwegs war und halt, ja, mir alle möglichen Infos geholt habe. Und die haben ja irgendwann angefangen, auch Let's Plays bei sich zu verlinken, weil die hatten ja wirklich eine Rubrik für jedes Spiel, Smaragd und Platin und so, und hatten da ja alle möglichen Infos zu jedem Pokémon-Spiel und haben dann auch irgendwann angefangen, wie gesagt, Let's Plays mit zu verlinken, quasi als kommentierte Komplettlösung, was ich auch eigentlich sinnvoll finde, dass Leute dann auch wirklich direkt ein Projekt haben, was sie sich halt zum Spiel angucken können. Und ganz früher war es tatsächlich noch so, ja, dass das, glaube ich, noch gar nicht so bekannt war, dass das da gemacht wurde. Und dementsprechend war das auch noch sehr lückenhaft. Und dann konntest du da quasi einfach hinschreiben und sagen, hey, ich mache gerade ein Let's Play zu, bla bla bla. Und ja, dann wurde das da quasi eingefügt. Also damals, als ich Portal in Unendlichkeit gemacht habe, habe ich auch dann den Typen von der Seite kontaktiert. Der war auch sehr nett tatsächlich. Und hab dann gesagt, hey, ich mach das Let's Play halt zu Release und so. Könnt ihr das da verlinken oder würdet ihr das verlinken? Habt ihr da Bock drauf? Wie auch immer. Und dann wurde das halt auch gemacht. Und bei Pokepark 2 war das, glaube ich, zum ersten Mal so. Und das war tatsächlich auch echt damals für mich ziemlich gut, weil ich doch viele, viele Leute dadurch halt dazu bekommen habe. Dadurch, dass halt mein Pokepark 2 Let's Play da verlinkt war auf der Seite. Also da, wie gesagt, da kamen schon echt viele neue Leute in die Community. Ich glaube halt auch, also es war damals, da habe ich vielleicht 500 Abonnenten gehabt. Aber das ging schon echt flott, muss ich sagen. Also da kamen dann schon so ein paar hundert Leute dazu, dadurch, dass es eben da verlinkt war. Also das war halt für meinen Kanal echt gut. Und das war halt schon ziemlich cool auf so einer Webseite, wo man halt selber regelmäßig geguckt hat, dann sein Projekt verlinkt zu haben. Und das habe ich dann halt bei Pokepark 2 gemacht und habe dann für Portal in die Unendlichkeit auch nochmal angefragt. Und das war halt alles echt cool. Nur dann war ja auch so ein bisschen diese Blütezeit von YouTube, nenne ich es mal, wo halt sehr viele Let's Player aktiv waren und wie gesagt dieser riesige YouTube-Hype da war. Und dann wurde das halt auch ein bisschen bekannter, dass da Projekte verlinkt werden. Und dementsprechend hat sich da, glaube ich, auch jeder irgendwie drauf gestürzt. Logisch, kann ich ja auch verstehen. Waren halt auch nicht immer so die qualitativ hochwertigsten Let's Plays dort, weil, glaube ich, einfach, wer zuerst kommt, mal zuerst, ne? Und das haben sie dann mit Oras tatsächlich geändert, weil da, wie gesagt, dieser YouTube-Hype einfach extrem groß war. Und da haben sie eben nicht mehr gesagt, okay, der Erste, der sich drauf meldet, wird da eben verlinkt. Sondern haben sie quasi damals eine Bisabot-Umfrage gemacht, wo dann quasi Leute abstimmen konnten, welches Projekt da verlinkt werden soll. Und deswegen war ich dann halt auch gezwungen, mir quasi da einen Account zu machen. Ist ja auch okay, dass sie das auf diese Art und Weise gemacht haben, damals.
Weil klar, die Seite ist gewachsen, YouTube ist gewachsen, die haben super viele Anfragen bekommen. Logisch. War natürlich nur absolut unfair, weil letztendlich natürlich die Leute dann verlinkt wurden, die einfach die meisten Zuschauer haben. Logisch. Wenn du da, also mich jetzt mal außen vor genommen, aber du hattest da teilweise Leute, die hatten, keine Ahnung, 100 Abonnenten und haben Oras Let's Played und das vielleicht auch richtig gut gemacht, keine Ahnung. Und du hattest Leute, die hatten 100.000 Abonnenten und haben Oras Let's Played. Und dann haben sie die Umfrage gemacht. Ihr könnt euch denken, wer am Ende gewonnen hat. Einfach weil mehr Reichweite. Dementsprechend, ich kann verstehen, warum sie es so gemacht haben, ja. Aber das System war halt echt etwas lückenhaft, weil es von vornherein klar war, wer gewinnen würde. Die Leute, die einfach die meisten Zuschauer haben. Logisch. Das fand ich damals etwas fragwürdig. Vor allem gab es tatsächlich auch Leute, die dann wirklich gesagt haben, hey, irgendwie ist das System vielleicht nicht ganz so fair. Und ich weiß noch ganz genau, das fand ich nämlich so witzig, dass dann als Antwort kam, ja, wir wollen aber natürlich letztendlich das Projekt bei uns verlinkt haben mit der besten Qualität, was die Leute am meisten feiern. Und dementsprechend nehmen wir halt das, was die meisten Stimmen hat. Und dementsprechend, wenn halt die YouTuber sowieso schon mehr Reichweite haben, heißt das ja automatisch, dass sie beliebter sind als andere. Also ist das natürlich auch die beste Wahl für uns. Also ich kann das voll verstehen, dass sie das damals so gemacht haben mit der Verlinkung und dass sie wahrscheinlich überrannt wurden von Anfragen. Aber es war halt irgendwie diskriminierend kleineren Leuten gegenüber, weil die einfach überhaupt keine Chance hatten, ne? Und danach habe ich es auch nie wieder versucht. Also auch bei den anderen Projekten. Ich glaube, ich habe auch gar keine Release-Projekte mehr gemacht zu Pokémon-Projekten, meine ich. Aber ich hätte es auch nicht mehr versucht, weil... weiß nicht. Ich habe auch mittlerweile, also das Pokepack 2 Let's Play, was da damals verlinkt wurde, das steht ja mittlerweile auch auf privat, weil ich ja ein Re-Let's Play gemacht habe. Dementsprechend die Verlinkung zu Pokepack 2, die da auf Bisa-Fans vielleicht noch ist, die ist eh nicht mehr aktuell gewesen. Deswegen ist da wahrscheinlich jetzt sowieso irgendein anderes Projekt verlinkt. Nicht mehr meins, weil, wie gesagt, ich es neu gemacht habe. War damals echt cool, dass sie das gemacht haben, muss ich sagen. Also fand ich schon echt lieb, dass sie da Projekte verlinkt haben. Aber ja, alles ändert sich halt, ne? Ist jetzt auch kein Angriff gegen die Seite, weil ich das, wie gesagt, verstehen kann. Aber ja, die Oberfläche ist makellos, sie ist spiegelglatt poliert. Ja, hier könnte man das Shaman-Event jetzt triggern.